Schreist du auch immer deinen Screen vehement mit Schimpfwörtern an, wenn Ranked mal wieder nicht so läuft, wie es sollte? Mann, du Vollidiot, mach doch! Ah! Oder verbringst du Stunden auf deiner Farm und brichst in Freudentränen aus, wenn dein Geschenk beim Dorfbewohner endlich ein Herzchen hochmacht? Yes! Uns Gamer gibt es in allen Arten und Formen und weil ihr euch immer über die Shorts... Hier sind 5 Arten von Gamern. Freut gibt es heute mal wieder 5 Arten von Gamern. Los geht's mit der ersten niedlichen Art von Gamer, der Socializer. Der Socializer kauft und spielt Spiele, die seine Freunde auch haben, damit er mit diesen abhängen und zocken kann. Das kann von der Rubrik Cozy wie Dinkem oder Stardew Valley bis hin zu Competitive Games wie Overwatch, LOL oder Valorant gehen. Aber da die Socializer nur mit ihren Freunden spielen, sitzen die Spielmechaniken da meistens auch nicht so wirklich. Was zur Folge hat, dass die anderen im Team da meistens die schweren Herausforderungen meistern und der Socializer den Award für "Ich war auch dabei" bekommt. Hier spielt definitiv ein bisschen was vom People-Pleaser mit, deshalb übernimmt er meistens die Rollen, auf die sonst keiner Bock hat. Oder die halt leicht von der Hand gehen. Meistens sieht man sie also in den Support-Rollen. Natürlich wird er immer sein Bestes geben und niemals aufgeben, bis zu dem Moment, wo er sein Team über die Ziellinie trägt. Oder halt getragen wird. Aber egal was von beidem, er hat auf jeden Fall eine Menge Spaß. Den nächsten auf der Liste kennen wir alle. Den Hardcore-Franchiser. Er ist versessen von seiner Lieblingsspielereihe und kennt alles dazu. Seine Liebe für diese Games kann nur von Extra-Content wie Bücher, Filme und Comics gesättigt werden. Die bekanntesten Beispiele für solche Games wären Five Nights at Freddy's, Final Fantasy, Dark Souls, ach selbst Garden of Banban hat Hardcore-Franchiser. Der Hardcore-Franchiser würde selbst seinem Partner für etwas mehr Content in seinem Lieblingsfranchise verkaufen. Natürlich hat er jeden Teil mehrmals durchgespielt, selbst die Teile, die man in den 90er Jahren nur auf irgendwelchen abstrusen Konsolen spielen konnte und die auch irgendwie nur in Japan erhältlich waren. Jedes Easter Egg ist ihm bekannt, egal wie versteckt es ist, und es gibt keinen Charakter, zu dem er nicht die Tragic Backstory auswendig kennt. Er wird dich ohne Pause, selbst ungefragt, zutexten mit dem Bite of 87. Was that the Bite of 87? Ist natürlich auf Reddit unterwegs, um mit seinesgleichen über Lore-Details sich auszutauschen. Das soll jetzt natürlich nicht alles so negativ klingen. Der Hardcore-Franchiser ist schon cool, hat vielleicht nur ein bisschen zu viel Liebe für sein Lieblingsfranchise. Aber am Ende des Tages wollen wir doch alle eine Person, die uns so anguckt, wie Elham Halo anschaut. Wenn du ruhig und entspannt magst, dann gehörst du wahrscheinlich zu den Cozy Gamern. Diese Gamer spielen meistens nur Spiele, die ihnen ein wohlig warmes Gefühl geben und irgendwie voller niedlicher Charaktere sind. Das kann vom ultra-cuten Puzzle-Game bis zum Organisieren deiner eigenen Farm gehen, wo du dann deine Dorfbewohner daten und heiraten kannst. Die Lieblingsspiele der Cozy Gamer sind dann meistens Games wie Stardew Valley, Animal Crossing, Unpacking, aber auch Candy Crush. Doch ob man jetzt Candies crusht, auf seiner Farm nur Kühe melkt und ein bisschen was craftet oder einfach nur sein Zimmer nach einem Umzug wieder einrichtet. Diese Gamer sind immer auf der Suche nach dem nächsten Spiel, das ihnen das Gefühl von absolutem inneren Frieden beschert. Meist vertiefen sie sich in diesen simplen, aber perfektionierten Spielmechaniken für Stunden. Und Menschen, die sie lieben und mit ihnen leben, sind die einzigen, die verhindern, dass folgendes Szenario passiert. Na gut, noch eine Runde. Ganz im Gegensatz zu den Cozy Gamern haben wir die Masochisten. Pain and death, aber part of the experience. Am I right? Sie suchen immer nach der nächsten Herausforderung und geben nicht auf, bis sie die Aufgabe gemeistert haben. Egal wie schwer der Gegner oder wie hart das Puzzle auch sein mag, diese Gamer beißen durch. Was nicht heißt, dass die, wie auch beim altbekannten Rager, nicht auch mal ihre Nerven verlieren können und ihre Hassliebe dem Spiel gegenüber mit einem Schreikrampf lösen. Meistens findet man den Masochisten in Genres wie Souls-likes, Roguelike und Light- und Survivor-Games. Game-Mechaniken, die sehr gut gebalanced sein müssen und wirklich Skill brauchen, um die Challenge zu meistern. Denn das Scheitern darf nur die Schuld des Spielers sein und wenn man halt noch nicht genug hat, muss man es so lange üben, bis die Dodge-Hit-Kombo mal richtig sitzt. Der Masochist wird sich so lange durchbeißen, bis er es geschafft hat und dann gibt es nichts, das mit diesem Ausmaß an Freude konkurrieren könnte. That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo! Die nächste Kategorie von Gamer, mit der kann ich mich nicht so identifizieren, beziehungsweise ich verstehe sie nicht ganz. Das läuft nämlich in deren Köpfen ungefähr so ab. Oh, endlich fertig mit Arbeit. Ich hab Bock auf Zocken jetzt. Der Simulationsgeek. Der Simulationsgeek liebt es, ein Game zu haben, das so nah an wirklichen Dingen ist wie möglich. Von Farmen, Fliegen, in der Küche kochen zu Busfahren. Keine Arbeit ist zu normal und kein Ablauf zu langweilig für den Sim-Geek.
Die Struktur ist es, die dem Kopf da Ruhe und Entspannung gibt. Zu wissen, was kommt und dass man den Ablauf perfekt ausführen kann. Und vielleicht kommt hier und da auch mal so ein bisschen der Gottkomplex auf, siehe Sims. Diese Games müssen keine Story haben, nicht kompetitiv sein oder gar irgendwelche ultra coolen innovativen Mechaniken haben. Nein, nur eins, so nah am echten Leben sein wie möglich, mit ein bisschen kreativer Freiheit vielleicht. Es kommen immer mehr Simulationsspiele auf den Markt und wen wundert, gerade bei uns in Deutschland sind die ziemlich beliebt. Mit Games wie Powerwash Simulator, Bus Simulator, Farming Simulator, aber auch Sims ist es auch selbstverständlich, dass diese Nische so viel Geld abwirft. Die Liste an potenziellen Spielen ist endlos. Das war's mit den heutigen 5 Arten vom Gamern und jetzt natürlich die Frage des Tages, was davon seid ihr? Haben wir euch heute erwischt? Und wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare und wenn nicht, schreibt es auch in die Kommentare und erzählt mir, was ich verpasst habe. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und Abo da, damit könnt ihr mich supporten und wir sehen uns auch wieder. Damit sage ich danke fürs Zuschauen, macht das gut und bis zum nächsten Mal.